Einer der schönsten historischen Kachelöfen Salzburg steht seit wenigen Tagen im Bergbau- und Gotikmuseum Leogang. Er ist Dauerleihgabe des Wiener Museums für angewandte Kunst. Das fast 500 Jahre alte Prunkstück wurde einst dem österreichischen Kaiser Franz I. zum Geschenk gemacht. Jetzt ist der Ofen aufwendig saniert und neu zusammengesetzt worden. Das sanierte Turnhaus in Leogang hat als neuer Bestandteil des Bergbau- und Gotikmuseums einen wahren Schatz erhalten und die Bewunderung ist groß. Der Renaissance-Kachelofen des Hafnermeisters Hans Kraut gilt als Prachtexemplar. Die bunten Reliefkacheln zeigen Motive aus dem Alten und Neuen Testament. Die Inschrifttafeln mit Zitaten aus den Evangelien sind in Kobaltblau auf weißer Zinnglasur gemalt. Also dieser Ofen kommt aus der Franzensburg in Laxenburg und die Franzensburg war ja das Bauprojekt, das das österreichische Kaisertum nach dem Ende des römisch-deutschen Kaisertums für die Habsburger begründen sollte. Also dieses Ofen war auch ein Identifikationsstück für das neue österreichische Kaisertum. Der Hafnermeister Hans Kraut ist auf seinen Lehr- und Wanderjahren auch in die ehemals bedeutende Hafnerstadt Salzburg gekommen und wurde von dieser Tradition künstlerisch geprägt. Das ist für mich eines der zentralen Anliegen, dass wir Kunst aus Salzburg wieder in die Heimat zurückführen. Und er stammt eben auch aus Salzburg, ist dann im Besitz von Kaiser Franz I. gewesen, wo nur die schönsten Stücke in Laxenburg aufgestellt waren. So bedeutet das für uns auch, dass hohe Qualität wieder zurückkehrt. Die Decke stammt aus derselben Zeit wie der berühmte Kachelofen. Und auch die Schnitzkunst der Pinzgauer Tischler passt genau zur Entstehungszeit des Kachelofens. Von den Experten werden vor allem die Halbreliefs bewundert. Also das ist so ungefähr das Komplexeste und Schwierigste, was man an keramischer Gestaltung, an Kachelöfen überhaupt machen kann. Und darum ist der Ofen, so wie er da steht, ein europäisches Spitzenklassenwerk, also das finden sie ganz, ganz selten. Am 24. Mai werden die neuen Museumsräume im sanierten Turnhaus eröffnet. Der Kachelofen von Hans Kraut wird dann voraussichtlich im Fokus des Interesses der Besucher stehen.